Seid gegen die Diktatur, denn diese muss vertrieben werden. Wir brauchen Freiheiten. Hey ho Minecraft-Freunde, willkommen zurück zu Minecraft Hero. Jo, ab auf den Server, ich habe heute ganz große Pläne, die ich nun aber erstmal testen muss, ob das, was ich vorhabe, denn klappt oder nicht. Denn ich hatte ja euch gefragt, womit man so Chocobos, sag ich mal, umherziehen kann, womit man die so ein wenig umherschleifen kann. Und ich hatte ja immer an ein Seil gedacht, aber mir wurde in die Kommentare geschrieben, da danke nochmal an jeden, der das geschrieben hat, dass man doch auch eigentlich einen Hookshot verwenden kann dafür, um das zu machen. So, also, ich benötige einen Hookshot. Den habe ich auch schon hier irgendwo. Ich muss den gerade nur noch mal wiederfinden, wie eigentlich immer. Das ist, denke ich, mein allergrößtes Problem, aber es macht nichts, Leute. Wir haben ihn doch eh gleich. Ich rieche doch den Hookshot hier irgendwo. Der müsste hier gleich irgendwo kommen. Also, er kann nicht mehr weit entfernt sein. Eine Hälfte von den Truhen haben wir ja schon mal jetzt gerade abgeklappert. Holz benötige ich übrigens auch noch. So, weiter geht es, weiter geht es. Schubidubaba. Hier habe ich ihn anscheinend auch nicht. Aha, hier aber, hier habe ich ihn. Das ist der Hookshot. Ich glaube, ist das schon der wirklich weit kommt? Nee, ne? Longshot, den habe ich. Das ist der heftige. So, und jetzt muss ich mal eben damit etwas testen gehen, ob das überhaupt alles klappt mit so einem Longshot, sage ich mal. Ob man den wirklich verwenden kann, um Spieler oder um Chocobos umherzuziehen. Das wäre nämlich mega geil. So, okay, wir haben hier mal einen Yellow Chocobo. Ich ziehe das, okay, das war nicht geplant. Warte mal, ich möchte das Yellow Chocobo, sag ich mal, mitnehmen. Aber mich nicht ranziehen. Wie kann man das denn schaffen? Sag ich mal. Das. Gibt es da irgendwie eine Funktion, womit man, sag ich mal. Oh, oh, wartet, wartet, da vorne, da möchte ich hin. Da will ich hin. Schnell einsammeln. Auch wenn es uns nicht viel bringt. Aber egal. Und zack. Yeah. So, nee, sagt mal an, wie geht denn das? Brauche ich dafür vielleicht doch den anderen Hookshot, den ich jetzt natürlich in der Truhe gelassen habe? Oder wie ist das? Ich weiß es gerade gar nicht genau. Wir können es ja mal testen. Einfach nochmal schnell zu mir nach Hause. Wir können ja einfach dafür den Ninja-Decker nehmen. Der kostet ja nix, sage ich mal. Davon hat, den können wir, glaube ich, auch kostengünstig reparieren. Und Flugzauberstäbe hingegen schon wieder nicht. So, okay, wo habe ich den anderen? Der ist natürlich dann jetzt im Keller. Aber ich weiß zum Glück, in welcher Truhe, nämlich in der hier. So, und wo ich den hier genau habe? Nee, nicht in der, sondern hier habe ich ihn, glaube ich. Ja, genau, hier ist der Hookshot. Und hiermit sollte das, denke ich, gehen. So, wir schauen einfach mal. Wir haben jetzt einen Hookshot. Und werden uns einfach nochmal nach da hinten zu den Chocobos bringen. Na, zum Glück testet man sowas immer noch vorher, bevor man etwas Bestimmtes macht. So, also Leute, wir haben hier den Hookshot von eben gerade. Und jetzt das Chocobo. So, okay, jetzt dürfte ich das Chocobo doch eigentlich mitziehen, oder? Oh, wie ist das? Muss man vielleicht richtig nah daran? Nein, ich wollte da gar nicht rauf. Nein, ich möchte immer noch nicht rauf. Oder wie geht das hier mit dem normalen? Also, ich verstehe das Prinzip gerade noch nicht so ganz. Wie geht denn das damit? Also, ich habe das noch nicht so ganz verstanden, warum das jetzt hiermit nicht geht. Damit kann man sich ja auf jeden Fall ranziehen. Das möchte ich aber eigentlich gar nicht. Ich möchte jetzt mal den hier mitziehen. Und ich weiß, dass es dafür irgendwie auch einen Stab gibt, aber vielleicht geht das ja bei Chocobos nicht. Ich bin mir nicht ganz sicher. Haben wir denn vielleicht hier irgendwo in der Nähe ein Skelett? Oh, oh. Haben wir vielleicht hier in der Nähe ein Skelett, woran man das mal üben kann? Ob man vielleicht ein Skelett oder irgendwie ein Tier oder irgendwie sowas? Hier haben wir auf jeden Fall ein normales Chocobo. So, einmal testen. Ja, so irgendwie. Ich glaube, das ist schon der richtige Hookshot, aber das klappt gerade noch nicht so ganz. Wartet mal, Hookshot. Wir können ja mal nachschauen, was wir da alles so haben. Wir haben einmal einen Hookshot und ein Manual Hook und Spider Hook. Spider Hook. Krass. Wartet mal, wie macht man die Teile denn? Warte mal, wie macht man so ein Ding? So eine Spider-Hook, ich glaube, die findet man nur, oder? Kann es sein, dass man die nur findet irgendwo? Ich glaube, die kann man gar nicht irgendwie craften. Anscheinend nicht. Hier kommt kein Crafting-Rezept.
Oder täusche ich mich hier gerade? Nee, das kann ich mir anscheinend nicht craften. Aber, oh, kann ich mir das ins Inventar ziehen? Nein, leider nicht. Nee, gut, aber das ist schade. Warum geht denn das nicht? Da wundere ich mich doch wirklich, warum das nicht geht. Wofür ist dann so... Aha. Also man kann sich auch mit diesem Hookshot nur ranziehen, sage ich mal. Hat man ja gerade gesehen, wenn ich nämlich die rechte Maustaste gedrückt halte, dann werde ich da auch noch rangezogen. Also nochmal ein Test. So, also irgendwie, das klappt damit auf jeden Fall nicht. Das merkt man ja hier und da. Vielleicht kann man ja aber stattdessen hier gedrückt halten. Nee, okay, das klappt irgendwie nicht. Schade, schade, schade. Gut, nee, was mache ich denn da mal? Eine gute Frage. Eine sehr gute Frage. Mir fällt dann nämlich gerade keine bessere Lösung geradezu ein. Deswegen werde ich nun erstmal, denke ich, mit etwas anderem beginnen. Aber womit denn jetzt genau? Ich könnte natürlich... Ja komm, fange ich mit einem komplett anderen Thema an. Aber wenn ihr noch Ideen habt, wie ich denn so einen Chocoboy umherschleifen kann, ob ich eventuell doch noch irgendwo den richtigen Hookshot habe oder was ich vielleicht bei den beiden hier falsch gemacht habe, dann schreibt mir das bitte in die Kommentare. Denn dadurch könnt ihr mir wirklich sehr, sehr helfen. Denn ich habe da, denke ich, was relativ Cooles mit vor. Aber das werdet ihr dann erst dann sehen können, halt, wenn ich... Ja, die Hookshot halt habe, womit ich, sage ich mal, Chocobos umherziehen kann oder halt eine andere Methode habe. Aber bitte schreibt mir da, wenn ihr da eine Idee habt, auf jeden Fall das in die Kommentare. So, aber nun erstmal anderes Thema. Dena ist der König und ich habe ihn damals auch nicht gewählt, weil ich kein Freund von einer Diktatur bin. Weil für mich eigentlich klar war, ja, da wird es eine Diktatur geben. Das war für mich ersichtlich und ich werde nicht... King Yong Dena anbeten. Nein, das werde ich nicht. Ich werde nämlich King Yong Dena aus dieser Stadt vertreiben. Er wird sich hier gar nicht mehr reintrauen. So, und jetzt fange ich schon mal an mit Plakataktion, sage ich mal, mit Schilderaktion, womit ich ihn vertreiben möchte hier aus unserer Stadt. Denn ich möchte auf jeden Fall wieder, dass man hier frei spielen kann, wie vorher. Ich möchte, dass man hier Spaß bei hat und keinen Diktator hat. So, ich habe jetzt eine Menge Schilder und ihr denkt wohl, ich übertreibe. Nein, ich übertreibe nicht. Ich übertreibe nicht. Ich werde nun King Yong Dena schon mal die erste Ansage machen. Nämlich genauso wie er uns über Schilder, werde ich ihm auch genauso über Schilder jetzt eine Ansage machen. Und ihr werdet jetzt live dabei sein. Hier haben wir sein Haus und es wird brennen irgendwann vielleicht noch. Für den Untergrund stürzt King Yong Dena. Diktatur, nein danke, ich schreib's doch mal in den Chat. Diktatur, nein danke, genau das ist die Meinung. Also, was schreibe ich hier mal rauf? Ich schreibe darauf. Nieder mit, nee warte. Vertreibt die Diktatur aus Stadt Rot. Wupp, wupp, Gomme. Ne, warte, ein Wupp reicht, oder? Wupp, Gomme-Style. Findet ihr, ne, Gomme-Mode, oder? Wupp, Gomme-Mode. Passt das mit zwei Wupp? Wupp, Wupp, Gomme-Mode. Nein, es passt nicht ganz. Verdammt, verdammt, verdammt. Dann machen wir es anders. Nämlich mit einem Wupp, dann auch viel stylischer Gomme-Mode. Okay, Wupp, Gomme-Mode. Okay, vertreibt die Diktatur aus Stadt Rot. Wupp, Gomme-Mode, okay. Vertreibt. Ich muss auch mir was anderes einfallen lassen, weil wir hier gerade bei Dena sind. Raus aus Stadt Rot. Wupp. Gomme-Mode. So, und hier kann man nochmal so ein paar Pfeile machen. Wir können eigentlich seine ganzen Scheiben mal so ein wenig zukleistern. Wir mauern hier mal sein Haus ein wenig zu. Den alten Diktator, den lassen wir hier nicht mehr raus. So, Leute. Wir können ja hier auch die Fenster so ein wenig verbarrikadieren, sage ich mal, mit Holz. Damit er da auch nicht wieder rausschauen kann. Also, die Aussichten sind auf jeden Fall hier beschränkt. Sein kleiner Bunker ist das hier schon bald. So, Leute, jetzt geht's weiter mit Schildern. Nieder mit der Diktatur. Wupp. Gomme-Mode. So, jetzt machen wir hier weiter. Wir müssen
ihn stürzen. Hier hängen wir auch ein Schild dran. Nieder mit dem König. Wupp, Gommemod. Dazu muss ich aber sagen, Leute, das ist ganz, ganz wichtig. Das ist alles hier ein Spiel. Ich habe gegen Dena habe ich rein gar nichts von der Person her. Aber wir sind ja hier im Roleplay und da geht's halt, sag ich mal, jetzt um die Rollen. Und Dena ist nun mal hier der diktatorische König und ihn als König möchte ich hier aus der Stadt vertreiben. Er muss raus, die Diktatur muss gestürzt werden. Wir brauchen hier eine andere Form. Wir brauchen hier die Monarchie, aber keine Diktatur. So, und jetzt werde ich vor jedes Haus oder an jedes Haus nochmal ein Schild hängen. Also, hier kommt auch nochmal ein Schild hin. Warte, wir können... Ich habe eine bessere Idee, wartet mal. Ich habe eine richtig gute Idee, womit ich nämlich schon mal so ein bisschen den Kampfcharakter den anderen aus der Stadt zeigen kann. Also, wir brauchen dafür nochmal Holz und Holz habe ich, denke ich, ja genug. Also einmal hier, Holz, habe ich, oh ja, wunderbar, hier habe ich ja richtig viel Holz. Perfekto! So, Werkbank, jetzt benötige ich nämlich einmal hier ganz schnell, Truhen. So, einmal hier nochmal halbieren, so, jetzt habe ich hier 21 Truhen, ich brauche doch eigentlich nur 7 Truhen, aber egal. So, jetzt brauche ich dafür nochmal, 7 Schwerter. So, okay, ich kann ja mal hier etwas in der Truhe lassen, was ich gerade nicht brauche. Ich brauche gerade nämlich nicht diesen, eigentlich brauche ich gerade nicht, was ist, den Windstuff nicht und den grünen Rucksack nicht, den Faden nicht, das nicht. Okay, dann kann ich mir nämlich nochmal schnell 2 neue Schwerter machen, denn ich möchte nur mal symbolisch hier klarstellen, wir wollen den Kampf erklären mit Schwerterpower. Wir müssen auf jeden Fall hier etwas tun und, jetzt ist der Zeitpunkt, finde ich, gekommen, bevor nämlich diese Diktatur es richtig beginnen kann und hier noch weitere Gesetze irgendwie veranlasst werden, die unsere Freiheiten einschränken. Also, wir brauchen jetzt hier erstmal eine Truhe mit einem Schwert in der Mitte. Stürz die Diktatur. Der König muss weg. Wupp, Gommemod. Nee, okay, das passt nicht. Der König stürzt die Diktatur. Freiheit für alle. Na, das passt alles nicht. So, ich mache jetzt einfach hier. Wupp, Gommemod. Und hier mache ich noch solche stylischen Tütelchen runter. So, okay. Nächster, wir wollen ja hier auch fertig werden, sage ich mal, so ein bisschen. Also jetzt hier zu Stegi. Hier stelle ich hier mal eine Truhe hin. Stürz auch die Diktatur. Hilf mit. Wupp. Gommemod. So, okay. Weiter geht's. Wir müssen nämlich nun ganz schnell überall bei jedem Haus in der Stadt von jedem Teilnehmer einmal so ein Schild platzieren. Also auch hier bei Tattel natürlich. So, hier einmal eine Truhe hin in die Mitte. Elektro-Titte. Schwert da herein und ein Schild da rein. Hilf mit. Warte, in Caps. Hilf mit. Und helf mit. Stürz die Diktatur. Wupp. Gommemod. Okay. Wupp. Gommemod. So, ich muss natürlich hier auch immer eine Unterschrift unter meinen Schildern da lassen. So, jetzt hier nochmal zu Tim. So, damit er es auch wirklich mitbekommt. Ich häng's ihm genau hier über den Eingang. Na, das war nicht ganz so schlau. Egal, ich kann die ja nochmal abbauen. So, schnell. Bau die ab. So, wo stelle ich hier? Ich kann schon wieder keine Leitern hochlaufen. Mir wurde auch in die Kommentare geschrieben, mach einfach einen Relog. Habe ich ja jetzt mittlerweile gemacht, aber ich kann immer noch keine hochlaufen. Naja, schauen wir mal, ob sich das nochmal irgendwann löst. Hilf mit! Hilf mit! Und
zerstört die Diktatur. Whoop, Gomme-Mode. So, das haben wir dann auch schon mal. Warum mache ich immer ein Ad? Ich weiß es nicht. Okay, nächster. Einmal hier hochfliegen. So, wer fehlt jetzt noch? So, wir haben, Tim. Wir Rotpilze auf jeden Fall natürlich noch. Den darf man nicht vergessen. So, da stellen wir ihm mal hier die Truhe hin. Schwert da rein. Und jetzt. Hilf mit! Und stört. Warte. Und stürzt die Diktatur. Whoop, Gomme-Mode. Zack. Okay, Leute. Wer fehlt nun noch? Noch jemand? Tim habe ich. Stegi habe ich. Ungespielt habe ich. Rotpilz habe ich. Taddel habe ich. Ich denke mal, mehr fehlen nicht. Dena, der ist ja. Dem habe ich auch schon ein paar Grüße dagelassen. Was können wir jetzt noch machen? Wir könnten natürlich bei denen auch noch ein paar Schilder anbringen, aber ich glaube, das bringt jetzt auch nicht ganz so viel. Wir könnten etwas anderes machen. Mit Netherrack eventuell so eine Art Feuer symbolisieren hier vor Denas Haus. Aber mal schauen, ob das hinhaut, wie ich es mir vorstelle. Gucken wir mal. Habe ich eventuell noch einen Kopf von Dena in irgendeiner Truhe? Oh, das wäre natürlich episch. Aber nee, woher soll ich den Kopf denn haben? Wir sind ja nicht im Megaprojekt hier. Zombie hätten nehme ich aber stattdessen mal. Dann nehme ich mal so ein. Ich brauche einen Armorstand am besten. Gebe ich hier schon mal ein. Armorstand. So, wartet. So, okay. Und nun brauche ich noch einen Netherrack und diesen Armorstand. Sollte ja machbar sein. Ich habe hier bestimmt irgendwo einen Netherrack. Denke ich jetzt einfach mal, hoffe ich doch einfach mal. Ich war doch schon oft in der Hölle, bin da auch schon oft, naja, einmal wirklich stecken geblieben in der Hölle, da kam ich ja nicht wirklich zurück, aber konnte mich dann durch Zufall noch retten. Das war wirklich mega spannend, aber ich bin wirklich heilfroh, dass ich hier wieder in der Stadt bin und nicht mehr in der Hölle schmore. So, jetzt aber erstmal schauen, Netherrack, ich habe den bestimmt hier gerade schon übersehen. Aber gut, kommt, ja, hier war schon mal 3. Ist natürlich nicht wirklich viel, aber wir werden sicherlich auch noch irgendwo noch mehr haben. Bestimmt. Na komm schon. Hier irgendwo. Ein Amorstand. Das ist noch ein Schwertstand. Den möchte ich gerade mal nicht aufbauen. Stattdessen könnte ich ja viel besser, sage ich mal, Netherrack gebrauchen. Weil mit 3 ist das echt schwierig. Aber ich glaube, ich habe auch noch oben Netherrack. Ich bin mir da gerade gar nicht so sicher. Also oben in den Truhen, da dürfte auch was sein. Denn da habe ich doch nach der Höllentour alles reingelegt, oder? Ich glaube schon, oder? Wir gucken gleich einfach mal nach. Da dürfte auch noch der Armorstand sein. Nicht alles liegt da unten immer. So, also hier haben wir schon mal gar nichts. Da haben wir eine Niete. Hier haben wir auch nichts. Okay. Hier haben wir auch anscheinend nichts. Schade. Und in die Hölle möchte ich gerade eigentlich gar nicht reingehen. Aber so einen Armorstand, den baut man ja eh immer relativ schnell und einfach. Obwohl ich den doch eh hier irgendwo rumliegen habe. Ich weiß es doch. Naja gut, dann machen wir es einfach anders. Nämlich recht schlicht. Weil auch die Zeit gerade ein wenig knapp wird. Dann werden wir einfach nun... was machen wir da jetzt mal? Ich brauche ein Feuerzeug, oder? Das wäre schnell, oder das wäre die beste Lösung. Ah, einen Armorstand haben wir. Ah, das ist sehr gut. So, das ist die Krone. Ich brauche hier schnell mal eine Rüstung, so, und jetzt noch eine Hose irgendwo. Habe ich hier noch eine Hose irgendwo? Ich könnte natürlich... Netherrack! So, jetzt noch schnell ein Feuerzeug. Ja, geil, woher bekomme ich jetzt ein Feuerzeug? Ich brauche schnell Gravel, ich weiß. Dann könnte ich mir schnell eins machen. Also Eisen habe ich jetzt auf jeden Fall dabei. Aber ich benötige ganz, ganz dringend Gravel. Wo habe ich Gravel? Gravel. Schnell. Oh, es wird verdammt knapp, glaube ich. Ich muss das einfach fertigstellen. Hier haben wir Gravel. Okay, Leute, jetzt schnell ein Feuerzeug craften. Andersrum, okay. Auf geht's, ab in den Kampf. So nach dem Motto. Das dahin
Und jetzt würde ich mal meinen, oh, ich habe noch voll viele Truhen übrig. Egal. YOLO! Schnell, die sind ja nicht teuer. Schnell jetzt zu dem Haus von Kim. Ich sag immer Kim. King Yong Gedena, natürlich. Und jetzt mal hier ein kleines Feuer machen. So. So, hier ist so ein richtiger Scheiterhaufen, möchte ich schon sagen. So. Hier noch überall so ein bisschen. Da noch, hier noch. Man darf natürlich damit nicht rumgeizen, wenn man schon was dabei hat. So, und jetzt werde ich noch ganz schnell, ich habe leider keine Spitzhacke dabei, den Amor-Stand aufbauen. So. Obwohl, den hätte ich vielleicht da vorne aufbauen sollen. Egal. So, jetzt mal das daran heften. Jetzt noch den Helm. Dann die Schuhe. Eine Hose hat er nicht. Braucht er auch nicht. Und den. Und den Kopf. So, Leute. Jetzt noch schnell alles anzünden hier. Das geht ja nie aus, wegen dem Netherrack. So, Leute. Perfekto, perfekto, perfekto. Jetzt noch schnell ein Schild dran schreiben. Na, warte, das ist falsch. Schnell das hier nochmal abhauen. Das auch. Und jetzt Pfeil. King Yong Dena. Gegen die Dick. Gegen. Stört. Warte, wie machen wir es? Whoop. Gomme-Mode. Ich glaube, das hat mehr Stil. Einfach mal so kommentarlos da stehen lassen. So, das hier alles mal wegmachen. Also alles mal anzünden. So, perfekt. Perfekt. Also, Leute, ich glaube, das sieht auf jeden Fall ziemlich geil aus, finde ich. Dann sage ich aber auch an der Stelle hier, ich glaube, ich habe hier hinten nichts vergessen, ne? Nee, habe ich nicht. Perfekt. Also Leute, wenn euch die Folge gefallen hat und ihr meiner Meinung seid, dann lasst gerne einen Daumen hoch da. Und ich verabschiede mich dann für die Folge. Haut da rein und schön mit Öl. Und immer seid gegen die Diktatur. Denn diese muss vertrieben werden. Wir brauchen Freiheiten. Wir brauchen ein freies Land, wollte ich schon sagen. Eine freie Stadt. Wir müssen uns entfalten können und dürfen nicht herumkommandiert werden. Also Leute, mit den Worten beende ich hier die Folge. Haut da rein und tschö mit Ö. Und vergesst nicht, was dieser Haufen überhaupt bedeutet. Das ist mein voller Ernst. Also Leute, haut da rein, tschö mit Ö.